Ganz herzlich willkommen zu den Sonntagsgedanken der evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg. Wir gehen auf Pfingsten zu. Und Pfingsten nehmen wir ja die weltweite Christenheit in den Blick, die verschiedenen Kirchen, in denen Christen unterwegs sind. Heute sind wir zu Gast bei der altkatholischen Kirchengemeinde hier in unserer Region. In Dettikofen führen wir das Gespräch mit Florian Bosch, Pfarrer der hiesigen Gemeinde. Evangelisch und katholisch, da weiß man, was damit gemeint ist, aber wenn wir eine Veranstaltung haben und sagen, es ist zusammen mit der altkatholischen Gemeinde, dann fragt das ein oder andere Gemeindeglied, was ist eigentlich altkatholisch? Die altkatholische Kirche ist eine kleine katholische Kirche, unabhängig von Rom, aber freundschaftlich verbunden, zumindest seit den letzten Jahrzehnten. Unsere Kirche als selbstständige Kirche ist entstanden in der Auseinandersetzung um das Erste Vatikanische Konzil 1870. Damals wurden Dinge in Rom beschlossen, die als verbindlich zu glauben waren für Katholikinnen und Katholiken, die Menschen vor allem in Deutschland und Mitteleuropa nicht annehmen konnten. Sie sagten, wir können nicht glauben, dass der Papst alleine unfehlbare Entscheidungen treffen kann, und wir können auch nicht akzeptieren, und zwar als Dogma, also von allen zu glauben, dass der Papst der oberste Gesetzgeber für die ganze Kirche ist. Weil sie gesagt haben, das ist nicht der alte katholische Glaube, das ist eine Neuerung, wurden sie die Altkatholiken genannt. So eine Mischung aus Spottname, den man sich aber auch zum Ehrennamen gemacht hat. Also nicht alt wie altmodisch, sondern alt wie bewährt. Das klang im 19. Jahrhundert noch ein bisschen anders als heute. Wir sind eine kleine Kirche geblieben, in Deutschland, in Mitteleuropa. Heute gibt es in Deutschland ungefähr 15.000 Altkatholikinnen und Altkatholiken. Wir haben einen Bischof in Bonn und ungefähr 50 Gemeinden in ganz Deutschland. Vor allem verteilt in den klassisch katholischen Regionen im Westen und im Süden Deutschlands. Wie seid ihr denn hier vor Ort aufgestellt? Hier im östlichen Landkreis Waldshut haben wir drei Gemeinden. Drei kleine hier in Dettikofen, wo wir gerade vor der Kirche sitzen, in Hohentengen und in Lottstetten. Insgesamt ungefähr 250 Gemeindemitglieder, die sich von Thiengen, das ist unsere westliche Grenze, bis ganz in den Jestädter Zipfel hinein erstreckt, die dort wohnen. Menschen aller Altersgruppen, Menschen aller möglichen Berufsgruppen, zum Teil auch Menschen, die über der Grenze in der Schweiz wohnen und arbeiten. Drei kleine, unabhängige Gemeinden, also alle mit einem eigenen Kirchenvorstand, alle mit ihren eigenen Frauenvereinen, ihren eigenen Gruppen. Und doch leben wir als eine Gemeinschaft, wachsen immer mehr zusammen, feiern gemeinsam Gottesdienste, wechseln uns ab an den verschiedenen Orten, haben hier in Dettikofen und in Hohentengen eine eigene Kirche, hier die Erlöserkirche, in Lottstetten die Heiligkreuzkapelle. In Hohentengen teilen wir uns gemeinsam mit den römisch-katholischen Geschwistern eine Kapelle, die eigentlich der bürgerlichen Gemeinde gehört. Florian, du bist ja relativ neu hier in der Gegend, in der Gemeinde. Und neu ist für deine Gemeinde sicherlich auch deine persönliche Situation. Du bist ja mit deinem Ehepartner hier ins Pfarrhaus eingezogen. Habt ihr eigentlich kirchlich geheiratet? Neu ist so eine Sache. Es sind schon anderthalb Jahre, die wir hier wohnen. Aber natürlich hat Corona manche Kennenlernprozesse unterbrochen, die einigen sicher beschleunigt, manche Kontakte sind intensiver geworden und andere brauchen ihre Zeit, um jetzt aufgebaut und ja, überhaupt erstmal belebt zu werden. Wie neu das für die Gemeindemitglieder ist, dass ich mit meinem Mann eingezogen bin, weiß ich gar nicht so genau. Wir sind mit einer großen Herzlichkeit und Selbstverständlichkeit willkommen geheißen worden. Im Jahr 2015 haben wir unsere damals eingetragene Partnerschaft in einem Segnungsgottesdienst auch kirchlich gefeiert, in einem großen Fest an der damaligen Arbeitsstätte von meinem Mann, einem evangelischen Tagungshaus bei Sulz am Neckar. Dort haben wir groß mit einem altkatholischen Gottesdienst gefeiert, mit allem, was so dazugehört. Musik, Ministrantinnen, Ministranten einer großen Gemeinde. Ein schönes Fest, ein Sommertag, aber kirchlich, ja. Im Augenblick ist die Segnung von homosexuellen Paaren durch die Ablehnung der katholischen Kirche wieder in die Diskussion geraten. Einige katholische Pfarrer hissen die Regenbogenflagge, weil sie damit
zeigen wollen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Unsere evangelische Kirche hat ja die Diskussion schon vor einiger Zeit entschieden und lädt homosexuelle Paare herzlich zur Segnung, zur Trauung ein. Auch in unseren evangelischen Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau laden wir homosexuelle Paare herzlich zu Traugottesdiensten ein. Wir freuen uns, wenn Menschen ihre Liebe unter Gottes Segen stellen möchten. Wie ist eigentlich die Position der altkatholischen Kirche dazu? Die entscheidenden Stichworte hast du gerade schon genannt, Segnung und Trauung. Unsere Kirche in Deutschland, aber auch der weitere Zusammenhang der altkatholischen Kirchen in Europa befindet sich gerade in einem Diskussions- und Abwägungsprozess. Es gibt schon seit vielen Jahren, seit Ende der 80er mindestens, in unserem Bistum Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare. Eine Selbstverständlichkeit in den meisten Gemeinden, Menschen aller Lebenssituationen in den unterschiedlichsten Beziehungskonstellationen sind Bestandteil der Gemeinden, sind selbstverständlich willkommen. Und viele, denen der Glaube wichtig ist und das Leben in der Gemeinde lassen, ihre Beziehung auch kirchlich segnen. Im Moment befinden wir uns in der Situation, wir fragen uns, wie verhält sich eigentlich die Segnung zum Sakrament der Ehe? Als katholische Kirche, Kirche mit katholischer Tradition, haben wir ein Verständnis von der Ehe als Sakrament. Sagen also, in besonderer Weise wird Gottes Liebe zur Welt sichtbar, wenn Menschen Ja zueinander sagen. Da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Umgänge mit dieser Frage. Und wir sind, ich denke, das zeichnet unsere Kirche auch aus, gerade in einem munteren Streit darüber, wie reden wir vom Sakrament, was bedeutet das für uns ganz konkret? Das Entscheidende ist, es sind alle willkommen, in ihrer Partnerschaft, in ihrer Familie hier zu sein, ihre Liebe zu leben und sich einzubringen. Wie ist deine Vision von Kirche? Was sind deine Themen, die dich gegenwärtig bewegen? Das mit den Visionen ist so eine Sache. Ich habe in den letzten Monaten gelernt, wie schwierig das ist, wirklich Pläne zu machen. Und zwar nicht nur, die man tatsächlich selber umsetzen kann, sondern auch darauf zu hoffen, dass sich Dinge entwickeln und ja, fortbewegen. Vielleicht sind die Schritte, die ich gerade in meinem Kopf und in meinem Herzen mache, kleiner geworden. Eine Vision, eine Hoffnung, die ich habe, hat mit diesem Tisch zu tun, an dem wir gerade sitzen. Vor 2 Stunden haben wir an diesem Tisch noch gemeinsam Eucharistie gefeiert, Abendmahl bei uns im Garten. Momentan natürlich wie alle Gemeinden unter Corona-Bedingungen irgendwie reduziert, aber doch feiern wir. Mit diesem Tisch verbinde ich aber nicht nur die Feier der Eucharistie, sondern die Fortsetzung dieser Feier. Dass wir wieder zusammenkommen können und wirklich unser Leben teilen. Wenn sich Christus uns in Brot und Wein schenkt, heißt es doch, er will uns ganz und gar und will uns begegnen und will, dass wir einander begegnen, das Leben teilen und das wieder unbefangen tun zu können. Gerne an diesem Tisch und gemeinsam nach Brot und Wein, auch bei Kaffee, Kuchen und was einem sonst so einfällt. Das Zweite, das geht vielleicht mehr in die Zukunft. In unserer Kirche wird gerade ein neues Gesangbuch erarbeitet. Ich weiß, in der evangelischen Kirche in Deutschland steht das auch auf dem Programm. Natürlich läuft alles etwas kleiner und bescheidener bei uns ab, aber wir sind auch fleißig dran. Die letzten Monate haben, glaube ich, besonders gezeigt, wie schwierig es ist, Gemeinde zu sein, wenn man nicht singen kann. Das Singen, gerade in der Osterzeit mit dem Halleluja, macht es besonders deutlich, wie stark das Singen das österliche Bewusstsein von uns Christinnen und Christen prägt und ausmacht. Gemeinsam neue Lieder singen zu können, und zwar ganz im Sinne von Bonhoeffer, der gesagt hat, neu ist nicht das Lied, das vielleicht erst vor kurzem geschrieben wurde, sondern neu ist das Lied, das Gott neu in uns erweckt, das uns zu neuen Menschen macht, die mit Lust und Hoffnung in die Zukunft gehen. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir bald wieder auch ökumenische Veranstaltungen gemeinsam organisieren und durchführen können. Und dann gemeinsam singen und an diesem Tisch sitzen. Dieses Jahr feiert unsere evangelische Landeskirche in Baden ihren 200. Geburtstag. In der Unionsurkunde, dem Gründungsdokument, heißt es, unsere Kirche ist mit allen Christen in der Welt befreundet. Gleich hochherzig und gleich begeistert. Wir freuen uns deshalb, wenn wir die lange Tradition der ökumenischen Zusammenarbeit
mit unseren altkatholischen und katholischen Geschwistern wieder aufnehmen können. Bleiben Sie behütet und unter Gottes Segen. Amen.